Ja, dann begrüße ich alle recht herzlich. Toll, dass so viele da sind. Das macht dann Spaß und lohnt sich auch der Aufwand. Ich habe ja heute Morgen schon vorgestellt, die Session auf der Bühne kurz, worum es inhaltlich geht, und habe da von Patentrezepten gesprochen, die ich hier verteilen werde. Das war eine Lüge. Ich wollte nur die Hütte voll kriegen. Es wird keine Patentrezepte geben für das Thema, wie motiviere ich ein Kollegium, digitale Unterrichtsprozesse zu gestalten und umzusetzen. Wer ist alles Lehrer? Mal ganz kurz Hand hoch. Gut, ich übrigens auch, ja. Ja, was würden wir uns wünschen? Wer hätte denn gerne bessere Entlohnung? Oh, das ist bescheiden, sehr bescheiden. Wer hätte denn gerne mehr Wertschätzung in der Schule? Okay. Besseres Schulklima? Okay. Kleinere Klassen? Einen besseren Arbeitsplatz? Auch viele. Bessere Technik an der Schule? Ist ja digital jetzt wieder auch. Okay. Und vielleicht weniger Stoff zum Unterrichten? Auch. Ja. Das wäre das Patentrezept. Wenn es das alles gäbe, ne? Dann könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Aber leider, es haben sich ja nicht immer alle gemeldet oder es haben sich viele gemeldet, die eigentlich mehr möchten. Das heißt, da müssen wir mal gucken, was wir machen können. Jetzt stelle ich mich kurz vor, Detlef Stephun vom Erich Gutenberg Berufskolleg aus Köln. Ich bin also dort Lehrer seit knapp 30 Jahren, also kurz vor der Rente. Noch anderthalb Jahre, dann segle ich raus. Ja, wir sind ein kaufmännisches Berufskolleg mit knapp 2350 Schülerinnen und Schülern, alle etwas älter. Also es geht bei uns in der Regel so um 16 Jahre los. Und unser Kollegium ist so 115, 120 Kollegen groß. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das falsche Gendern. Also ich gender immer sehr schlecht. Ich vergesse nämlich immer irgendeinen. Und ich meine immer alle. Ja? Also nicht, dass man meint, ich möchte jemanden diskriminieren. Ich meine alle, nur ich vergesse es und es kostet auch viel Zeit, wenn man dann immer alle Formen wählt. Ja, also deshalb bitte ich um Nachsicht. Ja, ich würde ganz gerne zeigen, ein paar kleine Tipps, wie man vielleicht ein Kollegium motivieren kann. Unser Kollegium arbeitet komplett digital. Das kann ich also sagen. Es gibt keinen Kollegen, der also hier nicht digital arbeitet. Wir sind seit 1995 unterwegs in die Digitalisierung und es hat auch lange gedauert, bis wirklich alle gearbeitet haben. So wie sich die Schulleitung das wünscht. Ich nehme es mal aus der Sicht. Und ich würde aus diesem Grunde auch dann unser Smart School Konzept hier so ein bisschen mit vorstellen. Das heißt also, es wird immer so ein paar Tipps, würde ich gar nicht sagen. Ich zeige, was wir machen und wie wir es machen. Und bei uns hat es funktioniert. Und dann muss man immer fragen, kann man das auf andere Schulen übertragen? Kann man bestimmt viele Teile, manche Sachen aber sicherlich auch nicht. Also Berufskollegs und Grundschulen sind ja schon weit auseinander. Da ist dann schon eine große Hürde dazwischen. Wir haben bei uns an der Schule eine Vision seit vielen Jahren und die Basis dafür ist eigentlich dieses Zitat. Es wird an den Schulen und Unis über die Welt unterrichtet, wie sie war, nicht wie sie sein wird. Und das ist für uns eigentlich die Motivation, den Unterricht zu verändern. Und eigentlich für alle Kollegen. Und wir glauben, wie gesagt, dass uns das ganz gut gelungen ist. Und ich möchte das ganz gerne so ein bisschen unter dem Schwerpunkt Schulentwicklungsprozesse zeigen. Es gibt da nach Birgit Eichelmann so ein System von Schulentwicklungsprozessen. Das haben wir um eins erweitert, nämlich um den letzten Punkt, um die Lernraumentwicklung. Und ich würde gerne aus jedem einzelnen Punkt mal zeigen, wie wir versuchen, im Endeffekt unser Kollegium darüber zu motivieren. Ja, das Erste ist natürlich, wenn man Leute hat, die sich dafür interessieren, was sich an der Schule verändert. Das sind bei uns Arbeitsgruppen. Es gibt also bei uns auch eine Arbeitsgruppe Unterrichtsentwicklung. Dann, was ganz wichtig ist eben, dass man das Thema Fehlerkultur und Schulklima auch im Auge hat. Unser Schulleiter hat hier den Satz geprägt, einfach mal machen und einfach machen. Also wirklich, auch wenn mal was daneben geht, gerade mit neuen Medien zu arbeiten, da geht ja oft was daneben. Und dass man da eigentlich einfach versucht. Ja, und das eben versucht auch einfach zu halten, dass man es auch schnell nutzen kann. Dann, da komme ich gleich noch zu, teilen, teilen, teilen. Also wir haben uns die Social Media Philosophie auf die Fahnen geschrieben und ausprobieren. Und da gucken wir jetzt mal rein, was wir an der Stelle machen.
Unser Smart School Konzept hat eigentlich so als Prämisse, dass wir sagen, digital ist es heute eigentlich ein Perspektivwechsel, weil viele sagen immer, digital ist eigentlich nur das Medium. Irgendwann ist auch noch ein Inhalt dazugekommen. Aber wir sind uns auch ziemlich sicher, dass das heute ein Instrument ist, um Werte zu schaffen und auch Werte zu verändern. Also gerade, ich nenne jetzt mal das Stichwort Demokratie, für uns in Deutschland oder jetzt in der Zeit, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtig. Und das sind so Dinge, die Digitales auch haben. Und man sieht es jetzt auch an den Wahlen in Amerika, ne, oder auch jetzt durch den Krieg in der Ukraine, dass Digitales dort eine hohe Bedeutung hat und gerade Werte auch was ganz Wichtiges sind, die man dort vermitteln muss. Und das heißt, Ziel, was wir gesetzt haben für uns als Kollegium, ist eigentlich, dass wir versuchen, digitale Humankompetenzen zu vermitteln. Und das bedeutet für uns eigentlich, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit haben müssen, eben zu einem selbstbestimmten, individuellen, also ein personenbezogenes, aber auch ein gesellschaftliches Handeln und Entscheiden zu entwickeln. Und zwar sowohl im realen Raum, ich glaube, das war bis jetzt immer so, und das haben alle Schulen auf ihrer Fahne, aber eben auch im digitalen Raum. Damit man das auch durchführen kann, brauchen die Kollegen ein Gerüst. Und wir haben, da wir so früh gestartet sind, haben wir damals das Gerüst der 21st Century Skills gewählt, damit die Kollegen eben eine Orientierung haben. Das kennen viele von Ihnen oder von euch. Das ist das sogenannte 4K-Modell, was in Deutschland eingesetzt wird. Ne? Früher, wie gesagt, 21st Century Skills. Und die 4K sind ja hier Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Und natürlich auch weitere Punkte. Wir haben dieses Modell im Laufe der Jahre so ein bisschen erweitert. Das heißt, unsere Kollegen, die Lernszenarien erstellen, versuchen sich schon an diesen Kompetenzen auch zu orientieren. Wir haben aber auch festgestellt, dass Digitales viele krank macht. Und das merken wir auch bei uns an der Schule. Wir haben viele Schüler, die also ausscheren, weil sie einfach Blackouts haben, wo auch das Digitale auch teils Schuld dran hat. Das heißt also, wir versuchen uns an der Schule eben auch einen gesundheitlichen Aspekt in die Lernarrangements einzubinden, nach dem Konzept der Salutogenese. Also hier geht es im Endeffekt um Entstehung und auch Erhaltung von Gesundheit. Das kann man durch viele Sachen ergänzen, beispielsweise Ernährung. Das gelingt uns an der Schule nicht. Wir haben einen öffentlichen Kiosk und der verkauft natürlich überwiegend Schokolade. Das ist auch nicht schlecht, aber die Schüler kaufen nur Schokolade und eben nichts Gesundes. Ne? Das ist dann das Problem. Man kann es im Umfeld ändern. Zum Umfeld komme ich nachher auch Schulklima. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man eben versucht, die Gesundheit auch zu fördern. Und wir versuchen seit einiger Zeit eben auch neurodidaktische Ansätze einzubinden. Das heißt eigentlich, unser Lernkonzept nennt sich oder heißt SOL, das kennen, glaube ich, auch viele, selbstorganisierendes Lernen. Hier geht es also darum, dass wir versuchen, einen ganzheitlichen Ansatz in den Lernszenarien zu entwickeln, wo auch ganz wichtig ist, dass man über Emotionen lernt. Also denke, da erzähle ich jetzt euch allen nichts Neues. Wir versuchen, das individuelle Lernen zu fördern. Das ist super schwierig, weil unsere Schule ja danach eigentlich gar nicht ausgelegt ist. Also egal, ob es der Inhalt ist, ob es die Klausuren sind, ob es die Räume sind, ob es die Lehrer sind. Wir unterrichten ja nicht individuell, sondern wir unterrichten eigentlich immer nur den Durchschnitt. Ne? Also immer irgendeine Masse. Ja, und wir versuchen das Ganze eben auch ganzheitlich zu sehen. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für die Kollegen. Wenn man jetzt sagt, ich entwickle ein digitales Lernarrangement, dann habe ich so die Sorge, wenn ich das alles im Blick haben will, das werde ich gar nicht schaffen. Das wird mir gar nicht gelingen, weil ich so viele Sachen berücksichtigen muss. Und das Ganze soll ja rund sein. Ne? Wenn man so eine Stunde sagt, wir haben immer einen 45-Minuten-Rhythmus, dann muss das auch passen. Und das ist für viele recht schwer. Und da komme ich jetzt auf das Teilen, Teilen, Teilen zurück. Wir versuchen seit langer Zeit bei uns so ein mediales 1-zu-1-Learning-Konzept umzusetzen. Das heißt, wenn ich digitale Lernarrangements erstelle, dann müssen ja auch die Schüler digital arbeiten können. Und das heißt also, wir versuchen seit sehr, sehr langer Zeit, dass jeder Schüler bei uns ein Endgerät hat. Und dafür braucht man dann aber auch eine Lernplattform. Und wenn man jetzt mal schaut, wir sind 2007 gestartet. Wir haben also 2007 unsere erste Lernplattform, die online war, in Betrieb genommen. Die war damals IQ On. Es war ein super Produkt seiner Zeit weit voraus. Und wie es dann mit so guten Produkten ist es eingestellt worden, weil es keiner kauft. Ne, weil man ist im Schulwesen, muss man sagen, setzen sich Ideen ja meistens erst mit einer Verzögerung von 5 bis 10 Jahren durch. Und das schaffen private Unternehmen häufig nicht. Wir sind dann 2013 auf Office 365 gewechselt
Und jetzt kommt das erste Teilen, Teilen, Teilen. Wir haben versucht, dann die Plattform 1 zu 1 abzubilden von IQON und sind dann mit 200.000 Dokumenten, die schon in IQON waren, nach Office 365 gewechselt. Und das ist eben die Idee des Teilens, dass wir unsere Kollegen, dass wir es geschafft haben, dass die Kollegen ihre Lernarrangements teilen, dass sie sie in unsere Plattform setzen und jeder Kollege darauf einen Zugriff hat. Und dann wird es auch wieder einfacher, so ein Arrangement zu erstellen. Denn wenn ich schon Vorlagen habe, wo ich reingucken kann, ja, wie hat er das gemacht, was hat er für Tools eingesetzt, welche Arbeitsphasen hat er eingeplant, dann kann ich das leichter übernehmen, kann das auf meinen Unterricht anpassen. Und wenn ich das wieder einstelle, hat der Nächste auch schon wieder einen Vorteil, der vielleicht aus dem gleichen Fach, aus dem gleichen Bildungsgang oder was auch immer ist. Das heißt, das Teilen ist eine ganz wesentliche Nummer, die aber in vielen Schulen nicht wirklich funktioniert, weil alle Angst haben, sich zu blamieren. Weil sie Sorge haben, ne, ich stelle was rein und nachher ist da was falsch und dann stehe ich da wie ein Trottel. Und die Angst muss einfach genommen werden und die wird nur genommen, wenn viele teilen. Wenn man einfach dazu steht. Ich hatte einen Kollegen, der hat immer Klausuren eingestellt, aber nie mit Musterlösungen. Und jeder von euch, der unterrichtet, weiß, ne, wenn ich eine Klausur also korrigiere und ich habe keine Musterlösung, fange ich ja eigentlich bei Null an. Ne? Und dann, das sind dann so diese klassischen Nummern, die weg müssen, dass man wirklich keine Sorgen hat zu teilen. Das ist wieder ein Aspekt der Fehlerkultur, dass man also einfach sagt, mach es. Und wenn was falsch ist, ja, dann ist es halt falsch. Ne? Dann macht man es beim nächsten Mal vielleicht besser. Bei den Endgeräten ist es so, dass wir bei den Schülern alle Endgeräte zulassen. Also seit 2013 fahren wir dieses BYOD-Konzept, Bring Your Own Device. Das heißt, unsere Schüler bringen ihre eigenen Geräte mit und es spielt gar keine Rolle, was sie für ein Endgerät haben. Ob das ein Apple-Gerät ist, ein Android-Gerät, ein Windows-Gerät, ist uns völlig egal. Ob es ein Tablet ist, ein Laptop, wurscht. Ne? Weil wir Office 365 dahinter haben und jetzt kommt wieder der Vorteil, wir sind ein kaufmännisches Berufskolleg. Unsere Killer-Applikation heißt Office. Word, Excel, PowerPoint. Ja? Und das ist hier bei Office 365 als Webversion dabei. Das heißt, jeder kann mit einem Endgerät die Dokumente lesen und er kann auch Veränderungen vornehmen und auch damit Dokumente erstellen. Weil wir dann schon sehr lange unterwegs waren, haben wir uns sogar 2016 schon die Überlegung gestellt, kann man auch Unterricht so durchführen, dass es für unsere Auszubildende einen Mehrwert hat. Denn die arbeiten ja in einer globalisierten Welt. Das heißt, mit allen möglichen Ländern sind die verknüpft im Unternehmen, die führen Videokonferenzen. Und so haben wir 2016 angefangen, ein Projekt zu starten, das haben wir School at Home genannt. Das heißt, unsere Klassen blieben einen Tag in der Woche zu Hause. Oder ja, wir haben das einmal im halben Jahr gemacht. Die blieben an einem Tag zu Hause und der Unterricht fand komplett digital über Office statt. Damals noch mit Skype. Und das war für uns ein riesengroßer Vorteil, denn alle unsere Kollegen hatten das schon mal kennengelernt. Und als Corona kam, war das für uns glücklicherweise überhaupt kein Problem. Wir haben also von heute auf morgen alle Klassen auf Distanzunterricht umgestellt. Bei uns ist so gut wie keine einzige Stunde ausgefallen im Unterricht. Für die Schüler war es am Anfang noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und alle Kollegen, die eben sich unsicher fühlten, hatten dann die Möglichkeit, digitale Hospitationen mitzumachen. Das heißt, sie konnten sich zu einem Kollegen dazuschalten, haben sich den Unterricht angeguckt, wie der als Distanzunterricht stattfindet und konnten dann im Nachhinein dann noch Fragen stellen, warum hast du das so gemacht, wie funktioniert das, wie hast du die Funktion aufgerufen, sodass also die Kollegen hier auch einen sanften Einstieg hatten. Was wir leider auch gemerkt haben, ist eben, dass alle Schüler oder nicht alle Schüler ein digitales, mobiles Endgerät haben, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, sondern viele haben eben kein Tablet oder kein Laptop. Aber die haben alle ein Smartphone. Und wir haben dann zu Corona im Endeffekt auch ein Smartphone-Konzept erstellt, wo wir in der Lage waren, auch diese Schüler dann in diesen Distanzunterricht hinzuzuholen. Das heißt also, wir haben einmal in der Woche hatten wir einen Kollegen oder ein paar Kolleginnen, die haben Material ausgedruckt und dann sind die Schüler einmal in der Woche in die Schule gekommen, haben sich die Blätter geholt, also analog, und konnten dann über Teams, über ihre App im Endeffekt wieder am Unterricht teilnehmen, konnten die Aufgaben bearbeiten und die Lösung abfotografieren, hochladen und so konnten die auf jeden Fall ganz normal mit ihrem Smartphone am Unterricht teilnehmen. Ja, das als Weg. Noch letzter Punkt zum Unterrichtsentwicklung, weil es ist ein ganz schwieriges Thema, pädagogische Tage. Die nutzen wir also auch, um unsere Kollegen zu motivieren, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Also hier, wir hatten jetzt im 2021 unseren letzten pädagogischen Tag zum Thema Digitalisierung und individuelles Lernen.
Und da haben dann Kollegen von uns halt am Vormittag Hospitationsstunden wieder angeboten, wo man sich dazuschalten konnte zum Gucken. Und am Nachmittag haben wir dann so ein bisschen den Blick geöffnet in Richtung auch Neurodidaktik. Also hier beispielsweise Prüfungen auf Distanz. Also wir schreiben auch Klassenarbeiten heute schon in Distanz. Das funktioniert ganz ordentlich. Noch nicht perfekt, aber es geht. Wir haben dann das Modell der vollständigen Handlung, was ein wesentlicher Punkt für selbstorganisiertes Lernen ist. Dann Projektunterrichte am Beispiel von Virtual Reality und auch Robotik unter neurodidaktischen Aspekten. Und die letzten drei, ich überspringe die jetzt einfach mal, um die Kollegen einfach für neue Themen zu interessieren. Also das muss man dann einfach anbieten, auch wenn man nicht weiß, wie so ein Tag ausgeht. Ja, nächster Punkt in dem ganzen Teil ist dann die Organisationsentwicklung. Und hier muss man sagen, haben wir uns auch massiv umgestellt. Das heißt also, wir kommunizieren nicht nur analog, sondern wir kommunizieren heute ganz massiv digital. Und auch die Zusammenarbeit ist komplett digital geworden. Auch hier wieder ein Blick zurück. Wir haben 2014, als wir Bring Your Own Device im Endeffekt gestartet haben, haben wir gemerkt, dass immer mehr Schüler auch mobile Endgeräte haben und auch unsere Kollegen immer mehr mobile Endgeräte haben. Und wir haben dann auch versucht, im Endeffekt auch unsere Außendarstellung auf mobile Endgeräte auszurichten und eben auch auf die Jugendlichen. Das heißt also, auch hier haben wir schon versucht, Social Media Kanäle als Kommunikationskanäle zu nutzen. Damit das funktioniert, musste natürlich jeder auch mindestens irgendein Internetkonto haben. Und wir haben eben gesehen, seit 2007 sind wir unterwegs. Das heißt, seit 2007 hat jeder Kollege ein eigenes EGB-Konto und auch jeder Schüler. Sodass wir also hier die Kommunikation auch sofort digital umsetzen konnten. Jetzt ist bei Office 365 am Anfang sehr schwer gewesen, weil es ganz unterschiedliche Tools gab, zu kommunizieren. Das ist auch heute noch der Fall. Und hier ist es eigentlich heute wichtig, dass man diese Kommunikationswege, wenn man sie nutzt, dass man sie vereinheitlicht. Dass es also nicht drei, vier, fünf unterschiedliche Wege geben darf, sondern die Kollegen müssen wissen, was sie nutzen und auch wann sie es nutzen. Also da kommt auch das Gespräch dann vom Kollegium auf, wenn ich jetzt digital arbeite, bin ich ja ständig erreichbar eigentlich. Ja, wann muss ich jetzt eigentlich reingucken? Muss ich am Wochenende auch nochmal reinschauen, ob ich eine Meldung kriege? Und auch das muss man dann an so einer Stelle mit dem Kollegium klären und auch absprechen. Ja, die Zusammenarbeit würde ich ganz gerne mal vorstellen an unserem digital orientierten Bildungsgang Kaufleute im E-Commerce. Das ist ein recht neuer Bildungsgang. Den gibt es seit 4 Jahren. Und hier haben wir direkt von Anfang an gesagt, wir strukturieren das völlig anders. Und ich zeige das jetzt mal aus zwei Sichten, nämlich einmal aus der Frontend und einmal aus dem Backend. Frontend heißt also das, was der Schüler sieht. Und das Backend ist das, was wir Lehrer eigentlich sehen. Und beim Frontend ist es eben so, dieser Bildungsgang arbeitet komplett 100% papierlos. Also wir arbeiten nur mit der digitalen Plattform. Wir haben dort auch einen Flexschool-Betrieb aufrechterhalten. Flexschool heißt für uns, wir entscheiden selbst, wann wir die Schüler in der Schule brauchen und wann die zu Hause bleiben dürfen, um den Distanzunterricht weiterzumachen. Also bei den E-Commerce-Kaufleuten kommen die einen Tag in die Schule und einen Tag bleiben die zu Hause. Das heißt, wir versuchen, die Kompetenzen, die sie sich erarbeitet haben durch Corona, durch den Distanzunterricht auch aufrechtzuerhalten. Wir nutzen digitale Endgeräte, dieses 1:1-Lernen. Die virtuelle Lernumgebung ist auch jetzt hier vereinheitlicht worden. Das ist auch was ganz Wichtiges, um die Kollegen zu motivieren, weil die sich dann besser austauschen können. Also früher haben wir mit OneDrive gearbeitet, wir haben mit SharePoint gearbeitet, wir haben mit Outlook gearbeitet, dann gab es Office 365-Gruppen, wo man sich Arbeitsumgebungen erstellen konnte. Und irgendwann ist Microsoft auf die Idee gekommen, das Ganze einfach zu bündeln. Und Teams ist nichts anderes als eine Bündelung all dieser Dienste. Und seit Corona haben wir dann auch gesagt, wir supporten nur noch Teams. Das heißt also, jede Klasse kriegt eine Teams-Umgebung. Und das hatte dann den riesengroßen Vorteil, dass die Kollegen sich unheimlich schnell austauschen können, weil jeder im Endeffekt mit der gleichen Umgebung arbeitet. Und man sich so auch viel schneller die Probleme vom Hals kriegt, was auch wieder die Motivation steigert, weil ich kann einfach schnell 1, 2, 3 Leute anschreiben, ne, hier also wieder digitale Kommunikation und kriege ruckzuck auch eine Antwort. Selbst am Wochenende, es gibt immer Kollegen, die auch am Wochenende reingucken. Also das ist ein ganz großer Vorteil. Auch bei der digitalen Kommunikation, das finde ich zum Beispiel sehr vorteilhaft, wenn ich in der Schule bin, habe ich immer das Problem, wann kann ich den Kollegen erreichen? Eigentlich ja nur in der Pause.
Ja, aber in der Pause habe ich das Problem, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich muss auf Toilette. Dann werde ich von zig Kollegen irgendwo abgefangen. Wenn ich Pech habe, läuft noch ein Schüler hinterher. Und dann klingelt es und die Pause ist vorbei. Na, und ich habe den Kollegen nicht gefunden, weil der wahrscheinlich die gleichen Probleme hat. Na? Also meistens, wenn man Glück hat, trifft man sich auf dem Klo. Und dann kann man da ganz kurz, ja, kann man sich da ganz kurz austauschen. Digital ist das natürlich ideal. Das heißt, also ich schreibe den einfach an und hier ne, entweder asynchron per Mail und hoffe, dass der mir dann bald antwortet, oder ich nutze eben synchrone Kommunikation. Das haben wir bei Corona ganz massiv gemacht hier im E-Commerce-Team. Wenn ich eine Frage hatte, dann habe ich den einfach mitten im Unterricht angefunkt, weil ich wusste, der hat auch gerade Unterricht. Ja, und dann schreibe ich ihm schnell über Teams was und habe auch sofort eine Antwort bekommen. Das finde ich, ist ein Qualitätsmerkmal, was wir vorher nie hatten. Und wenn man das nutzt und ein ganzes Team sowas mitmacht, ist das eine ungenommene Erleichterung, zu unterrichten, wenn ich wirklich einfach mal eine Frage oder ein kleines Problem habe. Ja, unsere Schüler führen auch Protokoll hier drüber. Also das ist jetzt für die Schüler eigentlich ganz gut. Die haben Einblick ins digitale Klassenbuch. Und wir arbeiten hier schwerpunktmäßig auch projektbezogen, das heißt also im Rahmen von SOL wieder realitätsnah, damit die Schüler eben auch besser anknüpfen können und eben auch den Mehrwert für sich sehen. Im Backend ist es so, auch hier wird komplett digital gearbeitet. Wir arbeiten bei E-Commerce in Lernfeldern, also nicht mehr in Fächern. Das bedeutet, das ist ein Problem für unsere Kollegen erstmal, denn wenn sie einen 8-Stunden-Tag haben, und alle 2 Stunden wechselt der Lehrer, dann unterrichtet der Lehrer, der nach mir kommt, also genau an dem Punkt macht er weiter, wo ich aufgehört habe. Und das Gleiche macht jeder weitere Kollege. Das heißt also, hier muss wirklich eine Kommunikation auch stattfinden, damit man sich abspricht und genau weiß, wo muss ich eigentlich ansetzen. Das ist am Anfang sehr schwierig, uns auch am Anfang nicht gut gelungen. Dann kommt also klassischerweise auch die Kritik von den Schülern. Keine guten Absprachen, ne? Also man wiederholt was schon war, oder man macht was anderes, was eigentlich noch gar nicht hätte kommen sollen. Aber im Laufe der Jahre wird das besser. Und im Moment, glaube ich, haben wir einen Punkt erreicht, wo das schon relativ gut funktioniert. Wir machen wöchentliche Online-Jourfixes, das heißt, unser Bildungsgang trifft sich einmal in der Woche digital in so einer Besprechung und dort gucken wir eigentlich, wie sieht die nächste Woche aus. Was gibt es für Besonderheiten? Welche Klasse ist wo, in welchem Stand? Gibt es Problemschüler? Müssen wir irgendwo was machen? Wir haben deshalb auch einen eigenen Stunden- und Vertretungsplan. Das heißt also, da wir ja die Schüler auch im Distanz unterrichten können, Flex School, das heißt, wenn wir wissen, Kollege fällt aus, können wir auch sagen, die Klasse bleibt zu Hause und dann wird die betreut. Dann kriegen die halt Arbeitsaufträge und ein Kollege schaltet sich einfach immer wieder zwischendurch in die Klasse rein und schaut, wie ist der Stand. Ja, bitte. Wir sind momentan leider noch zweizügig auf 3 Jahre, das heißt also, wir haben dann 6 Klassen momentan. In einem sind wir dreizügig, also dann hätten wir 7 Klassen. Ist noch ein sehr kleiner Bildungsgang, wir hoffen, dass wir noch wachsen. Ja. Also deshalb auch, das ist auch immer so ein Tipp, immer klein anfangen. Na, also mit kleinen Bildungsgängen, wenn Sie sowas bei uns bei den Kaufleuten für Büromanagement machen würden, da hätten man das Problem, da sind wir zehnzügig. Na, und da haben sie dann ein Riesenkollegium, das ist dann richtig schwierig, das zu koordinieren. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Wir haben kein Lehrbuch für die Schüler, sondern wir arbeiten tatsächlich nur mit externen Materialien, also hier Internet, weil einfach die Bücher viel zu schnell veralten. Und wir hoffen, dass wir mal Multiplikator für andere Bildungsgänge werden, dass die sich das einfach abgucken, weil ein Lehrer ist ja nie nur in einem Bildungsgang, sondern auch in anderen. Und so hoffen wir, dass sich das ein bisschen verbreitet. Ja, kommen wir zum Thema Personalentwicklung. Da ist natürlich erstmal ganz wichtig, dass man Kollegen hat, die Spaß haben am Digitalen, denn sonst funktioniert das nicht. Und Ängste nehmen. Hatte ich ja eben schon gesagt, Angst ist ein großes Problem für uns Lehrer, weil wir uns unsicher fühlen. Und wenn sich ein Lehrer sicher fühlt, dann probiert er auch viele Dinge. So, wie machen wir das? Einmal muss man sagen, haben wir eine ganz tolle Schulleitung, der leider jetzt in Rente geht, denn der hat in den letzten Jahren immer nur geschaut, dass er digital affine Kollegen einstellt. Das heißt also, im Bewerbungsgespräch wurde schon vorher abgeklopft, ne? Was kannst du schon digital, was interessiert dich? Das hat den großen Vorteil, dass unser komplettes Kollegium, wie gesagt, digital aufgestellt ist. Das heißt, wenn ein neuer Kollege kommt, dann muss ich den nicht bitten, dass er seinen Laptop mitbringt, sondern der kommt und fragt schon, wie kann ich das machen? Wo komme ich denn da dran? Kriege ich einen Roboter? Wann kriege ich die Brille geliehen? Wie funktioniert das, ne? Das hat einen großen Vorteil. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es Konferenzen gab,
wo ich das Kollegium darum betteln musste, dass wir was ausprobieren dürfen. Das ist heute nicht mehr so, sondern die Kollegen kommen und fragen, wann können wir denn das und das machen? Ne? Oder gibt es die Möglichkeit, das und das einzubinden? Fortbildung, ganz wichtig. Finde ich, ist massiv vernachlässigt worden, auch jetzt durch die neue Initiative Digitale Schule. Wir haben ein eigenes Fortbildungskonzept erstellt, fünfstufig, wo wir auch Schüler einbinden. Also die erste Stufe ist ganz normal, wie alle anderen auch. Man geht zu externen Fortbildungen. Die sind meistens Käse, weil man geht hin, der Moderator ist meistens ein Lehrer, also einer von uns. Ist ja eigentlich nicht schlimm, sind nette Menschen, nur sehr häufig sind die nur eine Stunde oder zwei voraus. Und dann fragt man sich, warum gehe ich zu so einer Fortbildung, wenn ich denn da sitze. Und dann sitzen da eben auch 20 Leute, die völlig unterschiedliche Einstiegsniveaus haben. Ist natürlich auch schwer für den Moderator, aber die Frage ist, was nehme ich nachher da mit? Ne? Also deshalb machen wir es überwiegend selbst, für Dinge, die wir auch selbst umsetzen können. Also wir sind ja jetzt im Digitalen, das heißt, wir setzen auch Schüler ein. Wir haben eine E-Scouts-Gruppe. E-Scouts sind Schüler, die sich für Digitales interessieren. Und die treffen sich einmal in der Woche mit einem Kollegen und dann arbeiten die sich in Themen ein und können dann als Multiplikatoren genutzt werden. Das heißt, die nutzen wir zum einen, um Schüler zu schulen, aber eben auch, um Lehrer zu schulen. Ja, dann haben wir zwei große Teams, einmal eine digitale Steuergruppe und ein Admin-Team, wo wir eben Fortbildungen für unsere Kollegen anbieten, und zwar auf Zuruf. Das heißt, wenn die Kollegen sagen, wir würden ganz gerne nochmal wissen, wie erstelle ich in Teams ein Protokoll oder sonst irgendwas, dann gucken wir, wie viel melden sich. Und wenn dann so eine Summe von 2, 3 bis 5 sich melden, dann bieten wir nächste Woche eine Schulung an dazu. Das heißt zeitnah und genau da, wo die Kollegen es auch brauchen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt vorstellen würde, ist mein Lieblingskind, das ist MyEWorld. Und MyEWorld ist ein visionäres Fortbildungskonzept für die Schlüsseltechnologien der Digitalisierung. Und da würde ich ganz gern mal ganz ein bisschen was vorstellen, was das eigentlich ist. MyEWorld ist im Endeffekt eine Fortbildung, die in Module aufgebaut ist. Jedes Modul dauert ungefähr 2 Stunden und sie wird einmal im Jahr durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das heißt, wenn man meine E-Mail-Adresse hat, kann man mir schreiben. Dann kommt man in Newsletter rein und erfährt immer, wann die nächste Fortbildung stattfindet. Thematisch kümmern wir uns um diese unterschiedlichen Themen. Das heißt, wir schauen, wie sieht der Computer der Zukunft aus. Thema Robotik, Augmented und Virtual Reality, Big Data, KI. Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf den Menschen? Und wir haben noch 2 neue Module, nämlich einmal, wie kann man Sprache und Digitalisierung verbinden? Und das Ganze natürlich bei E-Commerce, da bietet sich das ja förmlich an. Ja, wenn man dann so viel macht, dann gucken wir auch auf das Thema Datensicherheit und Datenschutz. Das ist was ganz Wesentliches. Und wir haben noch was Neues in Planung, aber ob sich das noch realisieren wird in meiner Zeit, weiß ich nicht. Was passiert da inhaltlich? Wir zeigen dort immer den aktuellen Stand dieser Technologien, dass also die Kollegen wissen, was ist eigentlich beispielsweise mit KI heute eigentlich schon alles möglich? Wir zeigen die Chancen und auch die Risiken, die man dabei hat. Jetzt nehmen wir mal Virtual Reality, ist für mich eigentlich, komme ich gleich noch ein bisschen drauf zurück, eigentlich das Lernmedium schlechthin. Das heißt, wir zeigen dort die Chancen, die man hat. Und wir zeigen eben auch Beispiele. Das, was wir schon selbst einsetzen, zeigen wir unseren Kollegen. Also eben, wenn wir das im E-Commerce einsetzen, Roboter, dann zeigen wir das eben auch einem Kollegen aus einem anderen Bildungsgang. Und das Konzept ist recht erfolgreich. Wir haben also dieses Jahr den Cornelsen Zukunftspreis gewonnen, sind auch schon 2-mal nominiert worden für 2 andere Preise. Ich zeige mal, was wir dort so zeigen oder was wir dort inhaltlich besprechen. Also in dem Modul Robotik haben wir überlegt, kann ein Roboter eigentlich einen Menschen am Arbeitsplatz ersetzen? Und da gibt es unterschiedliche Studien, die das voraussagen. Die sind eigentlich bekannt. Frey Osborne Studie ist die bekannteste. Es gibt auch eine Delphi-Studie, wo man sich eigentlich nur bei der Anzahl unterscheidet. Wie viele Menschen werden vielleicht in Zukunft ihren Arbeitsplatz verlieren wegen einer Maschine? Und da haben wir uns dann mal überlegt, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Auszubildenden? Ja, wie kann man die eigentlich jetzt motivieren, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich stattfinden lassen? Und wir haben dort im Internet haben wir den Jobfutoromaten gefunden. Kennt ihn jemand? Mal Hand hoch. Ja, doch einer. Der Jobfutoromat ist ein Tool vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Berufsforschung, Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und die haben alle Ausbildungsberufe in Deutschland auf ihre Tätigkeiten abgeklopft, haben die gelistet und haben dann geguckt, welche Tätigkeit in welchem Berufsbild kann ich durch einen Roboter mit KI, mit VR, was auch immer, ersetzen.
Und das haben wir uns jetzt mal angeschaut für unsere Berufe. Und da starten wir mit dem Kaufmann für E-Commerce. Und man sieht an der Stelle, mal gucken, ja, funktioniert, 36% ist ersetzbar. Also ein ganz neuer Beruf, seit 4 Jahren, aber schon ein Drittel davon könnte man im Endeffekt schon wieder entlassen, weil man kann dafür eine Maschine hinsetzen. Ja, dann zu einem zweiten Beruf bei uns an der Schule, Informatikkaufmann. Hier würde man ja eigentlich denken, die kümmern sich ja eigentlich um das Thema. Aber auch hier ist es schon so, dass beim Informatikkaufmann 46% ersetzbar wäre. Also das würde für uns bedeuten, jede zweite Klasse fällt weg. Ist ein kleiner Bildungsgang, ähnlich wie E-Commerce, ne? Zweizügig, könnten wir verkraften. Kommen wir zu den Kaufleuten, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Hier sind wir bei einem Wert von 71%. Das ist unser zweitgrößter Bildungsgang, zehnzügig. Heißt, 7 von 10 Klassen würden wegfallen. Das hätte auch eine Auswirkung auf unsere Kollegen, ne, auf ihre Beschäftigung, auf vielleicht zu anderen Schulen versetzt werden, was auch immer. Ja, letzter Beruf ist bei uns Steuerfachangestellte. Vorschläge für Zahlen. 95? Ist nicht schlecht. 98? Auch nicht schlecht. 100% Ersetzungsfähigkeit. Ist unser größter Bildungsgang, teilweise 13-zügig. Die haben eine eigene Filiale, also eine eigene Dependance. Das heißt also, wenn man das technisch umsetzen würde, würde es diesen Beruf eigentlich nicht mehr geben. Es gibt ihn. Es ist weiterhin unser größter Beruf. Das heißt, man sieht, hier wird politisch auch viel gestützt. Ja? Aber das sind natürlich Szenarien, die passieren können. Und das ist das, was wir uns in MyEWorld halt zum Teil dann für jedes unterschiedliche Thema so ein bisschen anschauen. Konsequenz daraus, wenn man das jetzt ableiten würde, würde ja bedeuten, wenn das so wichtig ist, Robotik, dann wird man in Zukunft vielleicht danach bezahlt werden, wie gut man mit Robotern umgehen kann. Und für Schule würde das vielleicht sogar bedeuten, dass man Programmierung mal als erste Fremdsprache einsetzen müsste. Für die Sprachenlehrer sicherlich ein großes Problem. Haben wir Sprachenlehrer hier? Ja, da mache ich immer noch mein bestes Beispiel. Die wird man bald gar nicht mehr brauchen, denn wenn man Fremdsprachen unterrichtet mit Simultanübersetzern, glaube ich nicht, dass ein Schüler in Zukunft noch bereit sein wird, sich die Mühe zu machen, Vokabeln zu lernen. Ne? Ist ein Problem, was vielleicht kommen wird. Ja, viele Berufe sterben, aber viele neue Berufe werden kommen und dann heißt es für uns, das sehen wir gerade beim E-Commerce-Kaufmann als Lehrer eben und da muss dann die Motivation wieder her. Wir werden noch viele neue Berufe haben an Schulen, die wir noch jetzt gar nicht kennen und wo wir uns auch wieder einarbeiten müssen. Und das heißt, auch wir werden lebenslanges Lernen durchführen müssen. Ja, Technologieentwicklung. Ich gucke immer noch mit auf die Uhr. 12.30 Uhr habe ich Zeit, ne? Prima. Auch hier gibt es eine digitale Arbeitsgruppe bei uns, ungefähr 10 Personen stark, alle Geschlechter vertreten, die sich hier im Endeffekt erste Gedanken machen, wie geht Digitalisierung in Schule auch weiter und wie können wir dem Kollegium helfen. Und hier gibt es natürlich auch das Thema, dass wir versuchen, die Ängste vor der Technik zu nehmen und dass man Spaß an neuen Technologien hat. Und dafür zeige ich dann gleich nochmal unser Support-Konzept, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Und auch hier wieder kennenlernen und ausprobieren. Und hier zeige ich mal, wie wir das digital unterschieden haben. Wir nutzen bei uns sogenannte Basistechnologien, das sind also Pflichttechnologien, und Aufbautechnologien. Bei den Basistechnologien ist es so, die werden schulweit eingesetzt. Und schulweit heißt bei uns, wir haben also ein schulweites WLAN. Das heißt, bei uns hat man WLAN auch auf dem Klo oder sonst irgendwo. Also überall gibt es WLAN für die Schüler und auch für uns Lehrer. Wir haben eine große Internetbandbreite, die ist nie groß genug, auch wenn da jetzt eine gute Zahl steht, aber das ist immer zu wenig. Ja, wir haben digitale Klassenräume, wir nutzen digitales Klassenbuch, wir haben eine Online-Plattform, die habe ich eben schon drüber gesprochen, und wir nutzen 1-zu-1-Lernen, hier über Bring Your Own Device und Smartphone-Konzept. Das ist im Endeffekt das, was jeder Kollege bei uns nutzt und auch damit sehr glücklich ist, dass er all diese Technologien einsetzen kann. Die Aufbautechnologien, die sind zum Teil so ein bisschen zum Spaß da. Denn hier nutzen wir humanoide Robotik. Wir nutzen Virtual Reality und Augmented Reality. Also wir haben 21 VR-Brillen, die wir im Unterricht auch einsetzen. Wir versuchen uns auch schon mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Und es gibt natürlich noch weitere Sachen, die man nutzen kann. Also wir haben auch 3D-Drucker, Drohnen, die wir einsetzen. Aber das ist jetzt für jede Schule natürlich unterschiedliche. Gewerbliche Schulen haben da vielleicht eine ganz andere Liste stehen. Und ich würde ganz gerne mal kurz zeigen,
wo und wie wir das einsetzen, weil das ist dann das Spannende, wo die Kollegen auch richtig Spaß haben. Virtual Reality ist aus meiner Sicht das Thema der Zukunft und das Medium der Zukunft, denn es hat die höchste Immersionsrate. Immersion heißt also, wenn ich so eine Brille aufhabe, bin ich komplett in der Welt und ich kann ganz viele Sinne ansprechen über Virtual Reality. Dazu gehört also Sehen, Hören, Gleichgewichtsgefühl, das haptische Gefühl, Körperempfindung. Das sind Sachen, die fast jede VR-Brille mitbringen. Und dann gibt es noch so Besonderheiten, die wir mit dem Kooperationspartner schon ausprobieren konnten. Riechen. Also wir haben beispielsweise so einen Ikaros, den sieht man gleich, auf dem kann man drauf liegen und im Endeffekt fliegen oder schwimmen. Und dort haben wir mit einer Uni mal einen Wald besucht. Das heißt also, die hatten eine Wald-App. Das heißt, man kann durch den Wald fliegen und je nachdem, an welcher Pflanze man vorbeikommt, bekommt man den Geruch der Pflanze im Endeffekt auch vor die Nase gesprüht. Ja? Also hier ein weiterer Sinn. Oder die Schmerzeinbindung, das war eine sehr schöne Sache. Wer Star Wars, wer Star Wars kennt, der kennt ja auch dieses Bzzz, ne? Laserschwert. Und mal mit jemandem mit einem Laserschwert kämpfen in der virtuellen Welt macht echt Spaß. Nur man kriegt ja die Schläge nicht wirklich mit. Und da hat die Uni Düsseldorf so kleine Elektroschocker auf den Arm gesetzt, ja, und auf den Beinen. Und wenn man dann getroffen wird, dann kriegt man also tatsächlich eine gefunkt, ne? Sodass man da real drin ist. Das ist jetzt zwar Spaß, aber wenn man sieht, wie viel Sinne man tatsächlich über VR dann ansprechen kann, dann ist das ein fantastisches Medium, was kein anderes Medium kann. Und das zeige ich gleich nochmal an zwei kleinen Beispielen auch. Wo nutzen wir VR? Wir nutzen sie bei Kaufleuten für Büromanagement, denn unsere Kaufleute müssen dort einen Arbeitsplatz gestalten und die müssen dann ein Einzelbüro und ein Großraumbüro gestalten, müssen das also vorher inhaltlich aufarbeiten. Was gehört eigentlich alles zu einem Arbeitsplatz dazu? Das machen die wieder mit PowerPoint. Da müssen die kalkulieren, das machen sie mit Excel. Da müssen sie protokollieren, das machen sie mit Word. Dann müssen sie die Büros auch gestalten, das machen sie mit einer Software, mit Suite Home 3D. Das ist so eine kostenlose Software, die man sich runterladen kann. Die hat hunderte von so kleinen Objekten wie Tische, Stühle, Pflanzen, Bilderrahmen, also weiß der Kuckuck was. Es gibt auch von IKEA schon, dass man IKEA-Regale dazu nehmen kann. Und dann bauen die sich das so ein Büro mit Drag and Drop. Das geht relativ einfach. Also Viertelstunde Einarbeitungszeit, dann können die das. Und ganz zum Schluss können die Büros begehen mit VR-Brillen. Und dann sehen die eben, was die gut und was die nicht gut gemacht haben. Das ist jetzt technisch sehr weit. Wir haben bis jetzt Oculus Rift benutzt und jetzt haben wir Oculus Quest 2 im Einsatz, weil die kabellos sind. Da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Sport. Sport ist genial für VR-Brillen. Ich mache es mal am Beispiel Tischtennis. Wer nicht Tischtennis spielen kann, wer kann nicht Tischtennis spielen von euch? Oder nur schlecht? Ah, dann krieg ich wenigstens ein paar Arme. Okay. Größtes Problem am Tischtennis ist der Aufschlag, den Ball ins Spiel bringen. Ne? Klassischer Sportunterricht Tischtennis. Schüler, Schläger, Schüler, Ball, kann nicht spielen. Paff! Der Ball ist da hinten. Das heißt, ich gehe den Ball holen. Komm zurück. Zweiter Aufschlag. Platsch! Der Ball geht nach da. Ja? Ich gehe den Ball holen. Heißt auf gut Deutsch, die Hälfte der Stunde ist er nur mit Ball holen unterwegs. So, wenn er dann den Ball wirklich mal so gespielt kriegt, dass er auf die andere Platte rüberfliegt, dann kommt es jetzt auf den Gegenüber an. Da sitzt entweder ein Schüler, meistens, ne, der Lehrer steht dort meistens nicht, sondern ein Schüler. So, und jetzt ist die Frage, was kann der denn? Wenn der nichts kann, dann macht der Paff und dann geht der den Ball holen. Ja? Und wenn man Glück hat und er kann ein bisschen spielen, dann spielt er den vielleicht ganz gut zurück, aber so, dass der andere vielleicht mit dem Ball gar nicht gut klarkommt, weil der Ball jetzt irgendwie zu weit links außen, zu weit rechts außen ankommt. Oder aber er zeigt seine Kenntnisse, wie gut er schon Tischtennis kann, ja, und spielt den Ball so richtig gemein irgendwie in die Ecke, ja, oder als Schmetterball zurück. Im Endeffekt kommt kein Tischtennis zustande. Das Ganze unter einer VR-Brille sieht dann so aus: Der Schüler übt erstmal den Aufschlag. Schläger ist ein Controller. Ball ist ein Controller. Klick, Ball ist da, ich schlage, Ball geht dahin, scheiß drauf. Neuer Klick, ich spiele den nächsten Ball. Ich mache das also so lange, bis meine Aufschlagsbewegung funktioniert und ich den Ball auf die andere Seite kriege. Wenn das funktioniert, dann habe ich jetzt einen riesengroßen Vorteil. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein Computer und der spielt den Ball.
so zuckersanft und wunderbar zurück, dass ich den nächsten Ball auch wieder treffen kann. Und so kann sich überhaupt ein Spiel entwickeln. Und wenn das die Schüler können, ja, dann wechseln die an die Platte und können jetzt ihre erlernten Handlungsabläufe eins zu eins übertragen. Also das ist für mich ein Paradebeispiel, wie man Virtual Reality im Unterricht einsetzen kann, um eben einen Mehrwert zu bekommen. Wir haben, zeige ich gleich noch, wir sind auch hier mit unseren Brillen da, da kann man mal Tischtennis ausprobieren. Wir haben auch eine Box-App dabei, auch was sehr schönes, Boxen üben. Ist im Unterricht auch schlecht, wenn man die zwei Falschen sich aussucht, dann hat man ständig einen Krankenwagen vor der Tür. Mit VR kann man das wunderbar üben, auspowern und es macht irre Spaß. Daran haben auch unsere Kollegen und Kolleginnen Spaß und wir haben also dort auch weitere Geräte. Also hier ist zum Beispiel dieser Icarus, auf dem man fliegen oder schwimmen kann. Den gibt es jetzt auch in der Light-Version als Luftkissen, weil preislich sind die dann schon weit auseinander, aber es ist im Endeffekt fast ein gleiches Gefühl. Wir haben auch mal so eine Treadmill versucht, weil das Bewegen in virtuellen Welten ist was Besonderes, weil man kann eigentlich nicht wirklich weit laufen, weil man hat eine Brille auf, ne, man kommt eben nicht so weit. Und man läuft auch schnell irgendwo gegen, wenn man Pech hat. Also in so einem Raum sich zu bewegen, ist dann schon richtig schwierig. Und man bewegt sich eigentlich über Teleportation. Also man klickt irgendwo hin und dann auf einmal, zack, ist man woanders. Ne? So beamen, Raumschiff Enterprise. Und wir wollten mal gucken, ob das auch anders möglich ist. Aber die Technik ist noch nicht so weit, dass sich das wirklich lohnt. Ja, seit Corona nutzen wir auch Cardboards. Denn VR ist ein 1-zu-1-Lernen, das heißt, der Schüler braucht die Brille. Wer hat schon eine VR-Brille, wenn die noch nicht mal ein Endgerät haben? Aber jeder Schüler hat ein Smartphone. Und mit den Cardboards kann man jetzt problemlos im Endeffekt Virtual Reality über das Handy, also über das Smartphone realisieren. Das heißt, dieses Smartphone wird im Endeffekt hier vor dieses Cardboard reingesetzt, zugeklappt. Und wenn man dann das richtige Programm gestartet hat, ist man auch in einer VR-Welt und kann sich dort bewegen. Nicht so elegant wie mit einer richtigen Brille, aber man kann schon relativ viel machen. Die Kollegin, die das eingesetzt hat, hat folgendes Problem gehabt während Corona-Zeit. Sie hat Präsentationen erstellen lassen im Fach Physik und hatte jetzt keine Lust, dass sie sich 20 Vorträge anhört, das auch total langweilig für die Schüler gewesen wäre. Und dann hat sie geguckt und hat eine Plattform gefunden, die heißt CoSpaces, die ist auch kostenlos. Und dort kann man sich auch Räume einrichten, sowas wie Museumsräume, und dann kann man Museumsrundgänge machen. Und das heißt, die Schüler haben dann ihre Präsentation hochgeladen, als Bild an die Wand gepappt, und dann bekam jeder Schüler die Aufgabe, dass er sich drei Präsentationen von alleine anschaut und einfach durch die Räume geht mit der Brille und dann eben auch ein bisschen was gestaltet. Hier kann man Avatare erstellen, also das ist sehr ausbaufähig. Und für Schüler eine ganz geringe Hürde, um VR kennenzulernen. Und auch, man kann es von zu Hause machen. Die Brillen kann man sich auch selbst basteln, haben wir unten auch bei. Pizzakarton, eine Schere, ein bisschen Tesafilm. Da kauft man sich zwei Linsen im Internet, die kosten 80 Cent. Und dann hat man im Endeffekt auch ein Cardboard. Na, also das ist für jeden machbar. Haben wir auch unten dabei. Komm, ich sag ganz zum Schluss, wo wir sitzen, damit es dann nicht vergessen wird. Ja, dann Robotik machen wir halt auch ein paar Sachen. Hatte ich auch schon mal erzählt. Robotik ist für uns auch ein wichtiges Thema. Hier haben wir mit einer Robotik AG vor einiger Zeit Roboter programmiert, dass sie mit kleinen Kindern kommunizieren können. Dann sind wir in ein Kinderkrankenhaus gegangen und haben dort morgens die Kinder bespielt, dass sie also ein bisschen abgelenkt werden von ihrem Krankenhausaufenthalt. Das war für die Kinder toll, für unsere Schüler war das toll, weil die mussten im Endeffekt sich in völlig neue Rollen einfühlen und mussten im Team programmieren, weil sie alleine nicht das Know-how hatten. Das heißt, sie mussten sich ja gegenseitig helfen. Das war also eine ganz tolle Sache. Wir haben es auch mit einer Kita ausprobiert, das waren unsere Beta-Tester. Und auch die sind ganz toll mit den Robotern umgegangen und hatten großes Interesse daran. Also, und wenn man die im Unterricht einsetzt, auch wir haben auch die Roboter dabei, wer die gleich kennenlernen möchte, kommt nachher auch mal zu uns, kann die mal kurz kennenlernen und kann auch selbst ein bisschen programmieren, um zu sehen, wie einfach das ist. Und das ist natürlich auch ein ganz anderer Unterricht, weil die Schüler sind total motiviert. Man muss, das sind Selbstläufer, man gibt im Endeffekt eine Aufgabe rein und die Schüler sind so begeistert davon. Das sind so Dinge, die kann man mitnehmen, weil dann ist man auch als Lehrer wieder motiviert und begeistert, sowas umzusetzen. Im Gegensatz zu einer klassischen Programmierung, wo ich einen Bildschirm programmiere und, ne, und dann kann ich nachher drei Zahlen eingeben und dann fertig. Ist eine ganz andere Qualität.
Ja, das Ganze haben wir, wie gesagt, auch mit KI, mit der Uni Potsdam. Hier gehe ich mal ganz kurz durch. Haben wir ein Projekt gemacht, wo wir auch den Pepper eingesetzt haben, also hier als Lernassistent. Das ist unser nächster Versuch, also jetzt für die Sprachenlehrerinnen wieder eine gute Nachricht. Wir werden einen Vokabeltrainer mit dem Pepper erstellen, sodass er im 1-zu-1-Lernen mit dem Schüler dann Vokabeln lernt und aber sich mit dem Schüler dabei auch unterhält und auch eben auch Emotionen zurückgibt. Dann hat er das gut gemacht, oh, da ist aber noch eine Lücke, da müssen wir nochmal gucken. Das ist eins unserer nächsten Projekte, die wir durchführen. Vielleicht können wir das im nächsten Jahr schon auf dem nächsten DED dann hier zeigen. Ja, dann kommen wir zum Support-Konzept. Das ist eigentlich mit das Wichtigste, wenn man Digitalisierung in der Schule einsetzt. Die Digitalisierung muss funktionieren. Das heißt also, wenn ich Kollegen habe, die sich darauf einstellen und dann kommen die in den Raum und dann ist der Beamer kaputt, ja, und dann dauert es 3 Wochen, bis da ein neuer Beamer kommt und ich nichts zeigen kann, dann wird der Kollege wieder auf Blätter zurückgehen. Und das heißt also, man muss dem Kollegen oder dem Kollegium hier einfach eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die funktioniert und die auch schnell ist und auch sicher ist. Und dafür haben wir 3 Teams bei uns. Wir haben also so einen First-Level-Support. Das sind dann in der Regel Ansprechpartner aus Bildungsgängen. So nach dem Motto, oh, ich habe was in Teams nicht verstanden, kannst du mir mal kurz zeigen. Auch schnell so im Lehrerzimmer. So eine Mikrofortbildung. Ne? Wie lade ich eine Datei in Teams hoch? Wie lege ich ein Protokoll an? Der Second-Level-Support ist eine digitale Steuergruppe, hatte ich schon davon gesprochen. Die kümmern sich eben auch um pädagogische Tage und auch um Fortbildungen. Und das dritte Team ist bei uns ein Admin-Team. Wir haben also 7 Admins. Das sind alles Lehrer und Lehrerinnen. Ne, es sind keine Lehrerinnen, sondern im Moment nur Lehrer. Und die kümmern sich im Endeffekt um das komplette Netzwerk. Also das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir unser Netzwerk total gut kennen und auch wissen, wie es funktioniert. Und wir haben auch Ersatzmaterialien, das heißt, wir können innerhalb von einer Stunde einen Beamer tauschen. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Ticketsystem erstellt. Das heißt, die Kollegen gehen auf die Ticketseite, klicken an Beamer kaputt, Raum 115. Das geht an 7 Admins. Der erste Admin, der Zeit hat, nimmt das Ticket und arbeitet es ab. Ja, wir sind eine städtische Schule, ja. Ja, die Lagerhaltung ist nicht groß. Ne? Also wir haben dann 2 Beamer in Reserve. Ja, manche haben gar keinen Beamer, ich weiß, ja. Aber das braucht man einfach. Das müssen Schulen haben. Ja? Also geht nicht anders. Also wir haben auch viele Server und wenn einer ausfällt, übernimmt der nächste. Das muss sein. Die kriegen vom Lehrertopf, ja, wir kriegen 24 Stunden Ermäßigung. 24 Stunden. Also nee, nur das Admin-Team. Also das hier ist wieder, ich sag mal, wie sagt man so schön, Idealismus. Ja. Und die teilen sich das selbst auf. Die gucken immer, wer hat in welchem Schuljahr am meisten Lust, Neues zu machen, mehr zu machen und dementsprechend werden die Stunden verteilt. Das können wir uns dann selbst aussuchen. Dank der Schulleitung. Also hier wieder ganz wichtig, Schulleitung muss das einfach unterstützen und fördern. So, Kooperationsentwicklung. Ja, das Rad nicht immer neu erfinden, das ist eine ganz wichtige Sache. Also das heißt hier externes Know-how in Schulen holen, sei es durch Firmen oder sei es eben durch andere Schulen. Und auch Schule immer neu erfahren, Thema Wettbewerbe. Und da zeige ich jetzt auch ganz kurz, was wir da machen. Wir sind Mitglied in vielen Bildungsnetzwerken. Das heißt, wir sind eine Smart School vom Bitkom-Verband, wir sind eine Microsoft Education, also eine Showcase School. Wir sind eine digitale Schule aus dem MINT-Bereich, wir sind eine Talentschule, eine Zukunftsschule. Also wir versuchen einfach hier unsere Lösungen vielen anderen Schulen anzubieten. Man kann uns auch besuchen kommen, also wir kriegen sehr häufig Besuch von anderen Schulen. In der Regel dann auch immer direkt mehr, die was sehen wollen und dann zeigen wir, was wir machen, um es vielleicht einfach mitzugeben. Vor kurzem hatten wir sogar Besuch aus Bayern. Da kamen also 10 Leute aus Bayern mit einem Bus, die wissen wollten, wie nutzt man VR-Brillen im Sportunterricht. Und die sind halt einen Tag da und dann probieren die und können ausprobieren und wir stehen dann eben mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe schon gesagt, wir können nicht alles selbst. Man braucht eben Partner. Das ist eine sehr mühselige Aufgabe, die alle zu holen oder zu finden. Wir versuchen also hier mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Das klappt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil die Unis eben auch hier selbst ihr Know-how für sich behalten wollen und sehr oft zumachen.
Da muss man lange graben, bis man den richtigen findet. Also momentan ist es bei uns die Uni Potsdam, mit der wir viel machen, die Uni Köln, Fachhochschule Düsseldorf, das ist ein extra Bereich für Virtual Reality. Und wir haben einen Kooperationspartner, ein Start-up, das ist World of VR, was uns hier viel weiterhilft, und eben auch Microsoft, weil wir eben auch mit Office 365 schon sehr, sehr lange arbeiten. Wir nehmen an Wettbewerben teil. Wettbewerbe haben einen großen Vorteil. Wenn man einen Wettbewerb teilnimmt, dann haben die meistens irgendein Thema, einen Fokus. Und das heißt, man muss da Fragen beantworten, über die man sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat. Und dann sieht man auf einmal seine Schule in einem völlig anderen Bild, im völlig anderen Licht, weil man auf einmal denkt, boah, was machen die denn, wie muss ich das denn machen, was machen wir da eigentlich, ich weiß es gar nicht so genau. Dann, das hat einen großen Vorteil, weil man einfach, wie gesagt, die Schule aus einer anderen Sicht sieht. Die Klassen haben total Spaß an Wettbewerben. Das kann man eigentlich, wenn einer da ist, nehmen wir den in der Regel auch wahr. Und jetzt kommt der letzte große Vorteil, man kann richtig gut Geld verdienen über diese Nummer. Wir haben jetzt in dem letzten Jahr haben wir über 30.000 Euro Preisgeld eingenommen. Also kann es nur empfehlen, an sowas teilzunehmen. Das ist recht interessant und sehr effektiv, wenn man erfolgreich ist. Letzter Punkt, Lernraumentwicklung, und da, deshalb habe ich gerade die Preisgelder genannt. Wir stecken unsere Preisgelder in unsere Lernraumentwicklung. Und das ist auch der letzte Punkt. Auch hier haben wir Arbeitsgruppen. Wir haben eine Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit, wir haben eine Arbeitsgruppe für Gesundheit und jetzt seit neuestem auch eine für Lernraumgestaltung. Und wir wollen also drei unserer Räume, weil wir sind so eine klassische Bestandsschule, wie man sie kennt, ne? Das heißt also, man kommt in die Schule rein, dann hat man einen 70 Meter langen Gang und dann geht links und rechts immer ein Klassenzimmer ab, ne? Und die Klassenzimmer sind auch so gemacht, dass man sie eigentlich nicht verändern kann. Also statisch. Man kann keine Mauer einreißen, also geht gar nichts. Und wir versuchen jetzt die Zimmer, also die Klassen, drei Klassenräume völlig neu zu gestalten, dass sie einfach auch unterschiedliche Lernphasen im gleichen Raum realisieren, dass man eine Präsentationsphase hat, dass man Gruppenphasen haben kann, aber auch individuelle Phasen. Wir werden auch in den Flur damit einbinden, und da sind wir auch mit der Firma Ass, die ja hier diese ganzen Sachen herstellen, im Gespräch, die uns da dran begleiten. Warum? Ganz wichtig, der Lernraum wird von vielen unterschätzt, denn es gibt dort auch viele Aussagen, die sagen, das ist eigentlich fast der dritte Pädagoge. Erster Pädagoge ist der Schüler, zweiter Pädagoge ist der Lehrer, dritter Pädagoge ist der Lernraum. Und hier ist es eben so, dass wir momentan versuchen, die Lernräume auf ganz viele Aspekte hin zu optimieren, also sei es, dass die Farbe angeht, also hier sehen wir auch, hier ist keine Farbe drin, eigentlich schlecht. Ja. Akustik, das heißt, wie groß sind die Nachhallzeiten, weil je höher der Nachhall, desto lauter ist im Endeffekt auch der Geräuschpegel. Und dann gibt es auch so einen schönen Effekt, wenn es laut wird, hört man sich nicht so gut, dann redet man selbst wieder lauter. Und dann bin ich in der Spirale, das ist dieser Lombard-Effekt, sodass ich also hier auch gucken muss, dass ich im Endeffekt so also so Akustikstopper habe. Also die Decke ist, scheint ein bisschen sowas zu sein. Um sowas umzusetzen. Ja, Licht ist ein wesentlicher Punkt. Technik hatte ich eben schon gesagt. Wir gucken, dass wir eben die Räume dann auch mit unserer Technik weiterhin ausstatten. Also unser Ziel ist, jeder Klassenraum soll beispielsweise einen eigenen Access Point haben fürs WLAN. Haben wir noch nicht. Wir haben also knapp 45 Access Points. Wir haben aber knapp 80 Räume. Also da haben wir auch noch Lücken. Die Größe der Räume ist ein wesentlicher Punkt, weil wir haben ja sehr große Klassen. Am Anfang haben Sie alle gesagt, wir hätten lieber kleinere Klassen. Das ist auch genauso ein Problem, weil mit zu vielen Schülern in zu kleinen Räumen leidet im Endeffekt auch der Unterricht. Ja, Mobiliar muss an der Stelle natürlich auch gewechselt werden. Das ist hier schon relativ gut. Also wir sehen hier, die haben ganz andere Tische, ne? Und auch die Stühle sind hier schon ergonomisch ausgerichtet. Klima. Und auch sonstiges meine ich sowas, auch Gemütlichkeit, dass eben auch Sofas in dem Raum sind, logischerweise, aber auch beispielsweise eine Kaffeemaschine oder dass man die Möglichkeit hat, sich Tee zu machen. Denn auch sowas ist ja total wichtig. Wir hatten vorher das Thema Gesundheit, und man muss sich auch wohlfühlen. Und das haben wir gerade bei Corona gemerkt. Wir haben eine Umfrage bei unseren Schülern gemacht, wie effizient sie den Distanzunterricht halten, und herauskam, dass sie den Distanzunterricht für effektiver halten als den Vor-Ort-Lernunterricht. Bei den gleichen Personen mit dem gleichen Inhalt. Und wir haben das dann hinterfragt, und es kam einfach heraus, dass die Schüler sich zu Hause wohler fühlen. Und dann habe ich mir überlegt und habe mir gedacht, ja, ich fühle mich zu Hause auch wohler im Unterricht, weil ich habe dort die Technik, die ich brauche. Ich kann mir schnell einen Tee machen. Es ist warm, ne, es ist gemütlich, es ist schön. Ich habe also alles das, was ich gerne um mich haben möchte. Und genauso denken auch die Schüler. Und das heißt also, hier muss man echt gucken, dass wir die Räume einfach viel gemütlicher hinkriegen, dass die Schüler also auch Interesse haben, in so einem Raum zu sitzen und auch zu lernen. Ja,
Das heißt, zusammengefasst, wir brauchen hier eine Modernisierung und hier haben wir so ein paar Leitsätze. Das hatte ich gerade schon gesagt. Hohe Mobilität, dass man eben auch schnellen Raum verändern kann. Das ist also auch sehr, sehr wichtig. Aktuelle Technik, also eben nicht veraltete Technik, also schnelle WLAN, Access Points, vielleicht auch Konferenzsysteme, die sind zwar tierisch teuer, aber auch da gibt es schon Möglichkeiten, wie man sich billig weiterhelfen kann. Und dann, wie gesagt, man muss sich wohlfühlen. Und heute auch wichtiges Thema, eine hohe Nachhaltigkeit. Eigentlich wäre heute auch eine Schule aus Karlsruhe hier gewesen, wer mal Interesse hat. Die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule ist so ein klassisches Beispiel. Die haben ganz tolle Raumkonzepte, wo wir uns auch schon ein bisschen was abgeguckt haben. Wenn man kann, mal vorbeigehen. Dann, was sehr häufig vergessen wird, Lehrerzimmer. Die sehen genauso scheiße aus wie die Klassenräume. Ne? Und auch da ist es ja so, dass eigentlich das Geld dafür nie zur Verfügung steht. Ne? Auch da sind wir hingegangen und haben also auch mit Wettbewerbsgeldern die Toiletten beispielsweise erneuert bei uns. Wir haben eine kleine Küche, wo man drin sitzen kann mit gemütlichen Möbeln, wo die Leute tatsächlich zusammenstehen und kommunizieren, wenn es möglich ist. Also auch ganz wichtige Punkte. Aber das sind so klassische Varianten, die wirklich hinten runterfallen. Oder auch eine Sache Küche oder Mensa. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wenn ich den ganzen Tag in der Schule bin, dann gibt es eigentlich nur Meckes oder Burger oder irgendwie sowas in der Nähe. Ja, und der Kiosk, wie gesagt, ist meistens schlecht ausgerüstet mit Esssachen, die nicht gesund sind. Und so wählt man im Endeffekt das kleinere Übel, ne? Entweder einen schlechten Kiosk oder einen schlechten McDonald's oder was auch immer. Also Dinge, auf die man achten sollte. Und dann ganz wichtiger Punkt, der aber heute nicht hier hingehört. Lernräume sind eben heute nicht nur analog, das ist der Klassenraum, sondern wir haben eben auch virtuelle Lernräume. Und auch hier muss man eigentlich schauen, dass die funktionieren, dass die gemütlich sind, dass man sich da gut drin bewegen kann, dass man sich sicher bewegen kann. Also Thema Datenschutz eben auch ganz wichtig, dass man eben an sowas in der Zukunft denkt. So, das sind alles die Punkte, wo wir versucht haben, unsere Kollegen zu motivieren. Und ich würde sagen, bei uns funktioniert es gut. Also ich würde jedem ohne Problem sagen können, wir haben ein sehr motiviertes Kollegium und die Aktionen, die wir dort durchgeführt haben, sind alle angenommen worden und werden auch weiter betrieben. Und vielleicht habt ihr ein paar Tipps mitnehmen können. Wie gesagt, das Patentrezept gibt es nicht. Ich bin ja von der kaufmännischen Schule, deshalb ganz zum Schluss noch eine kleine Werbeaktion. Wer das Thema und auch andere Themen interessiert, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Smart School, die Schule von morgen. Ist ja kurz vor Weihnachten, ne? Und Bücher kann man für alles benutzen. Die sehen gut aus im Regal. Man kann sie theoretisch lesen. Man kann sie als Stütze für Tische nehmen, wo die wackeln. Also es gibt alle Möglichkeiten. Ja, wer möchte? Wie gesagt, ich gehe ja bald in Rente. So, und ja, man kann auch, also ich kann leider keinen Rabatt geben. Tut mir leid. Aber ich würde mich freuen. Ja, aber noch einmal zurück. Wir sitzen im Raum A027, also genau hier drunter. Wir haben dabei Roboter. Wir haben zwei Nahroboter dabei. Ein Pepper, der steht vor der Tür. Und wir haben VR-Brillen und Cardboards dabei. Wer was ausprobieren möchte, einfach vorbeikommen. Und dann zeigen wir gerne, was wir dort haben. Und dann kann man es selbst live ausprobieren. Ja, das war's. Ich bin jetzt sogar früher fertig. Danke fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir können gerne noch fragen. Wir haben ja noch 3 Minuten für Fragen. Eine Frage. Sie hatten gesagt, Sie benutzen keine Bücher mehr. Nein, nicht nur in einem Bildungsgang im Moment. Also wir haben Bildungsgänge, die das schon noch benutzen. Also bei den Vollzeitklassen ist das Buch noch ganz normal. Erste Wahl, obwohl wir da auch schon hingehen natürlich, weil alle ja ein digitales Endgerät haben. Das heißt, die Klassenbücher sollten dann digital sein. Nicht die Klassenbücher, die Lehrbücher, ne, sollten dann im Endeffekt digitale Form sein. Obwohl auch da, muss ich sagen, bin ich immer ziemlich stinkig über die Verlage, weil die digitalen Versionen sind teurer als die analogen. Das ist eine Unverschämtheit. Und meistens muss man tatsächlich, damit man an die digitale kommt, meistens sogar das Buch erstmal wieder in Papierform kaufen. Also da muss sich ganz massiv was ändern. Ja, danke. Frage zum First Level Support, also zum Beispiel der Beamer macht komische Geräusche, das VGA-Kabel, die Pinne sind kaputt. Wie löst ihr das so auf die Schnelle? Wir haben noch mobile Beamer.
So ein Beamerwagen. Das heißt, wenn wir merken, wir kriegen den Beamer nicht zum Laufen, dann schieben wir halt einen Wagen rein. Dann klemmt sich der Kollege, jeder Kollege hat ein Endgerät, ne? Dann klemmt sich der Kollege mit seinem Endgerät an den Beamer und kann dann wieder projizieren. Aber ihr habt da keine Person, die so Sachen repariert? Oder nee, sowas? Reparieren tun wir nicht. Also wir tauschen nur aus, also wir gucken wirklich nur, dass wir ganz schnell wieder was zum Laufen bringen. Wenn wir ein Kabel tauschen können, also wenn es hier im Endbereich ist, ist das ja kein Thema. Wenn es aber das Kabel ist, was jetzt beispielsweise wirklich bis da oben läuft und die Buchse ist kaputt, ja, dann müssen wir auch ein Unternehmen kommen lassen. Aber dann steht eben ein mobiler Beamerwagen so lange in dem Raum. Okay. Noch mehr Fragen? Ja, hier vorne erstmal. Ladies first. Was nutzt ihr für ein digitales Klassenbuch? Das sah so aus, als wäre das mit Office 365 nee, verbunden. Das oder ist so? Der Schulmanager, so heißt der. Schulmanager Online. Ist auch ein, kann ich auch nur sagen, wir haben lange probiert, also auch immer Tipp, wenn man was ausprobiert, immer erst in Projektform, im Kleinen und dann gucken, ob es bei weiteren funktioniert. Klassenbuch ist ein ganz heikles Thema. Wenn man das einführt und es funktioniert nicht, ist das Thema verbrannt, dann macht das Kollegium da nie wieder mit. Das heißt, wir haben also 2 Jahre getestet, unterschiedliche, und haben dann gemerkt, dass das die meisten Funktionen von uns abdeckt und es war mit das günstigste. Also da gibt es ja auch Web-Untis. Ja, viel zu teuer. Ne? Also du weiß nicht, auf 4-stellig, ne, glaube ich, irgendwie was. Und der Schulmanager kostet, glaube ich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, 300 Euro im Jahr. Okay. Ne? Also ist eine ganz andere Preisliga. Und kann wirklich viel. Schulmanager Online. Noch weitere Fragen? Ja. Genau, du hattest über Kommunikationsregeln gesprochen und mal schnell einen Kollegen anschreiben über Teams. Das funktioniert bei uns auch, aber die Kolleginnen und Kollegen beschweren sich halt über eine Überlastung, dass sie halt auf verschiedenen Kanälen ständig angeschrieben werden, dann ne, Mail, Teams und halt im Lehrerzimmer. Habt ihr da Kommunikationsregeln festgelegt oder gibt es da eine Vorlage oder irgendwas? Noch nicht. Also wir sind, momentan läuft Kommunikation bei uns Mail und Teams noch parallel. Und das ist wieder so ein Prozess, das kann man nicht festlegen. Wenn man das festlegt, verliert man wieder jede Menge Kollegen, weil die sauer sind. Also ich nutze zum Beispiel lieber Mail, der andere Kollege, mein Spannmann, lieber Teams. Ne? So, und dann ist wieder die Frage, was, ne, was nutze ich lieber? Also ich gucke ungern in Teams rein, um da zu gucken, wer hat mir was geschrieben. Da ist mir eine Mail lieber, habe ich besser im Überblick. Kann ich, ne? Ist aber eine Ansichtssache und da setzen wir immer auf die Zeit. Also solche Sachen, aber mehr als 2 Kanäle sollten es zum Beispiel nicht sein. Also, ne, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme auch jetzt noch WhatsApp entgegen oder weiß der Kuckuck was, ja. Also das ist dann zu viel. Da muss man die Menge begrenzen und eben auch die Zeit, dass man eben sagt, okay, am Wochenende darf kein Kollege damit rechnen, dass er eine Antwort kriegt. Gibt es da denn die Regel, bis wann Mails oder Teams gelesen sein muss? Ja, es gab so einen Ansatz, weil wir verschicken ja freitags beispielsweise immer den Wocheneinsatzplan für die nächste Woche. Die geht per Mail raus. Und da war dann mal irgendwann so die Information, man sollte so bis 14 Uhr sollte man eigentlich noch Mails lesen. Und dann spätestens am Montagmorgen ab 7 Uhr sollte man auch seine Mails lesen, falls der Vertretungsplan sich ändert. Das war auch kein so großes Problem, weil das eh alle tun, weil sie gucken wollen, ob noch was passiert. Ne? Da gibt es vielleicht 2 oder 3, die dann sagen, nee, ich will aber keine feste Zeit haben, klar. Aber da muss man sich Stück für Stück vorpirschen. Also alles das, was ihr gesehen habt, haben wir nie erzwungen, sondern es ist immer wirklich im Fluss gelaufen. Ne? Wir haben auch über 20 Jahre gebraucht, diesen Stand zu erreichen. Hm. Noch Fragen? Ja, ansonsten, wie gesagt, man kann mich natürlich gerne ansprechen. Ich bin auch in D027 gleich unten. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen oder mir eine Mail schicken. Ihr findet mich bestimmt mit meiner Mailadresse im Internet oder wer eben mitgeschrieben hat, man kann mich erreichen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, dann sind wir durch.